They wanted another science fiction film. 1955 sollte ich für Universal einen neuen Science-Fiction-Film machen. Zu der Zeit wurden gerade Experimente mit chemischen Nährstoffen durchgeführt, um zum Beispiel größere Früchte zu erzeugen. Das erinnerte mich an einen Dokumentarfilm, den ich in New York für das Landwirtschaftsministerium gedreht hatte. Der Film hieß Chicken of Tomorrow, also etwa Hühnchen von morgen. Und dabei ging es um ein chemisches Präparat, das riesige Hühnerbrüste erzeugte. To make huge breasted chickens, you know? And I said, that's a kernel of an idea. Now let's see what we can do with that. Now let's combine that with something horrible. Now, most people are frightened to death of spiders. And I said, so I took a blank page and... Das ist eine Idee, sagte ich. Mal sehen, was wir daraus machen können. Wir verbinden das mit etwas ganz Schrecklichem. Also, die meisten Leute haben eine Todesangst vor Spinnen. Ich nahm ein leeres Blatt Papier und schrieb darauf, Tarantula. Das wird ihre Aufmerksamkeit erregen, sagte ich. Und dann entwickelte ich die Geschichte eines Wissenschaftlers, der von dem wunderbaren Schauspieler Leo G. Carroll verkörpert wurde. Er experimentiert mit einem chemischen Präparat, das Lebewesen größer macht. Doch der Versuch geht schief. Eine Spinne entkommt und als man ihm das Präparat injiziert, wird er von Akromegalie befallen. Das ist eine Erkrankung der Hirnanhangdrüse, die zu abnormen Verwachsungen führt. Ja, Acromegalia, which is the distortion, the growth of the bones in the face. And it made a very. Es wurde ein sehr guter und erfolgreicher Horrorfilm. So also kam es zu Tarantula. And that's the genesis of Tarantula. Ein Jahr zuvor gab es einen Film von Gordon Douglas mit Riesenameisen. Hat der Sie beeinflusst? No. The ants, if I remember correctly, had nothing to do with. Nein, wenn ich mich richtig entsinne, hatte diese Geschichte nichts mit wissenschaftlichen Experimenten zu tun, Lebewesen größer zu machen. Es ging dort um eine Kolonie von Riesenameisen in der Kanalisation von Los Angeles. Und das hatte wirklich nichts mit unserem Film zu tun. So, it really had nothing to do with. And I never even thought of it while I was writing Tarantula, as a matter of fact. In einer der eindrucksvollsten Szenen zerstört die Spinne das Haus des Wissenschaftlers. Wie haben Sie das gemacht? Miniature. And some process. Mit Modellen und Kopiertricks. Die Spinne dringt ja mit einem Teil ihres Kiefers in das Haus ein und der Schauspieler versucht, sich zu schützen. Er verletzte sich bei den Dreharbeiten böse an einem Stück Draht. Das jagte mir einen wahnsinnigen Schrecken ein. Gedreht haben wir das mit Miniaturmodellen im Studio und mit der Imitation eines riesigen Spinnenkiefers. Und beides dann in einem Spezialverfahren miteinander kombiniert. Wie war das mit den lebenden Spinnen? Well, I invented a way of directing spiders. Ich erfand eine Methode, um Spinnen in Szene zu setzen. Denn wie sagt man denen, wann und wohin sie zu laufen haben? Und wir hatten es ja mit großen Taranteln zu tun. Ich ließ mir also eine Sauerstoffflasche mit einem Schlauch bringen, richtete einen Luftstrahl auf sie und sie versuchte wegzulaufen, in die andere Richtung. Aha, sagte ich, so gibt man Spinnen Regieanweisungen. And I would squirt it with a squirt of air, and he would try to get away from there, and he would go that way. So I said, this is the way you direct spiders. So I had him had enough air placed. Ich postierte also mehrere Sauerstoffflaschen, und wenn die Tarantel in eine bestimmte Richtung laufen sollte, dirigierten wir sie mit kleinen Luftstößen dorthin, wo wir sie hinhaben wollten. So gab ich Spinnen Regieanweisungen. And that was the way I directed spiders. In Tarantula gibt es einige schöne Beispiele, wie sie Spannung aufbauen. Etwa die Szene, wo die Spinne Mara Corday in ihrem Schlafzimmer beobachtet und vor allem die aufgeschreckten Pferde in der Koppel. Most of all the frightened horses in the corral. Can you tell us something about that? Well, I think any film of science fiction, or that demands of an audience to suspend the belief, reality,
needs to have within it suspense. Jeder Science-Fiction-Film, der vom Zuschauer verlangt, wieder besseres Wissen zu glauben, was er sieht, braucht Spannung. Es muss etwas geschehen, was der Zuschauer nicht erwartet. Wenn ein Film das nicht einlöst, ist er nichts wert. Man muss die Aufmerksamkeit der Zuschauer fesseln, ihnen ein bisschen Angst einjagen und das Adrenalin in Bewegung setzen. Nothing, you know, it's just words, really. But if you can hold your audience's attention and scare them a little bit, let the adrenaline start flowing. That's why I started with the hand coming out. Deshalb liebe ich Szenen, bei denen der Zuschauer mit etwas ganz Bestimmtem rechnet, das dann aber nicht eintritt. Zeit. So nervös? Beruhigen Sie sich. Ich war nicht auf Sie gefasst. Sie scheinen eine besondere Vorliebe für die Wüste zu haben. Warum? Well, because ever, anything that ever lived or died left something in the desert. Because at one time it was the bottom of a sea. You can go out. Weil alles, was jemals lebte und starb, in der Wüste etwas zurückließ. Denn sie war einst der Boden des Meeres. Da draußen in der Mojave-Wüste finden Sie Muscheln und Skelette. Und wenn viel Regen fällt, dann gibt es plötzlich kleine Fische. Woher die kommen, weiß ich nicht. Die Wüste ist voller Geheimnisse. Sie hat Atmosphäre und es herrscht dort eine seltsame Stimmung. But it's very mysterioso. It has an atmosphere. And it has a strange feeling, the desert does. And I felt that was a... Und ich finde, das ist ein großartiger Hintergrund für eine Geschichte, bei der die Zuschauer aufgefordert werden, wieder besseres Wissen zu glauben. Dabei hilft es, wenn man sie in eine Umgebung versetzt, die an sich schon fantastisch ist. Das trifft auch auf die Filme zu, die ich am Wasser drehte, wo ich Felsformationen und das Meer mit einbezog. Was Drehorte betrifft, bin ich immer sehr sorgfältig vorgegangen. Meiner Ansicht nach sind sie nämlich ein wesentlicher Bestandteil beim Geschichtenerzählen, vor allem wenn es sich um eine fantastische Geschichte handelt. But locations, I've always been careful in the locations I pick, because I think they're an integral part of the storytelling, and especially if the story is bizarre. Das Militär als Retter der Menschheit war ein Standardmotiv im Science-Fiction-Film der 50er Jahre. Benutzen Sie dieses Motiv gern? Heute würde ich das nicht mehr tun, aber damals wussten wir es nicht besser und das Leben war auch ein wenig einfacher. Heute sind wir aufgeklärter. Nein, ich würde das Militär nicht mehr reinbringen. Life was a little simpler than it is today. We know a lot more today than we did then. And no, I wouldn't use the military. In Ihren Filmen vermieden Sie politische Predigten, wie man sie in anderen antikommunistischen Science-Fiction-Filmen jener Zeit oft hören konnte. Unless the first place, you'd never get it by the studio to begin with. Zunächst einmal hätte das Studio das nie erlaubt. Damit fing es schon mal an. Es sei denn, man stellte das sehr geschickt an. Macht man einen politischen Aspekt zum entscheidenden Bestandteil einer Geschichte, droht die Gefahr der Propaganda, und die Zuschauer akzeptieren das nicht. Ich glaube, wir sollten keine Propagandafilme drehen. Dieser Begriff ist sowieso überstrapaziert, denn es gibt gute und schlechte Propaganda. Anstelle von Propaganda sollten wir das Wort politisch verwenden. But let's use the word political. Wir versuchen es mit Napalm. Abstand halten.
jetzt seid ihr dran. There is a difference between propaganda and giving a message. Es gibt einen Unterschied zwischen den Begriffen Propaganda und Botschaft. Zum Beispiel der Jane Fonda-Film Das China-Syndrom. Der war laut Definition aller möglichen Nachschlagewerke ein Propagandafilm. Meiner Ansicht nach enthielt er jedoch keine Propaganda, sondern eine Botschaft. Eine Warnung vor den Gefahren des Atomzeitalters. Und der Beweis dafür wurde an dem Tag erbracht, als das Unglück in Three Mile Island passierte. Das hätte beinahe zu einer Katastrophe geführt. To us in this atomic age. And the proof of the pudding is, on the day the film was released, they had the accident at Three Mile Island, which almost had a disastrous effect. So there is, if you're telling a story, any kind of a story, you can say it's propaganda. Because also, wenn man eine Geschichte erzählt, ganz egal welche Art von Geschichte, kann man immer behaupten, sie enthalte Propaganda. Wenn man nämlich eine Geschichte erzählt, die keine Botschaft hat, die keine Stellung bezieht, dann ist das keine sehr gute Geschichte. Es gibt also einen Unterschied zwischen einem Standpunkt und Propaganda. Wenn Sie einen offensichtlich politisch orientierten Film drehen und dabei mogeln, das heißt also nicht die Wahrheit sagen, sondern Ihren persönlichen Standpunkt übertrieben darstellen und alles daran setzen, Ihren Gegner zu verunglimpfen, dann ist das Propaganda. What you want to say and exaggerates in the other way your enemy, then that's propaganda, you see. And during während der beiden Weltkriege gab es furchtbar viele Propagandafilme. Jeder hatte Gott auf seiner Seite. Ich bin kein Anhänger solcher Filme und ich glaube auch nicht, dass das Publikum heute sich für so etwas interessiert. I don't think audiences today would go or care about those kind of